Was ist denn das große Pro-Argument jetzt für Windkraftanlagen? Dafür muss ich einen Schnitt machen, denn ich muss aufs Klo. So, also, größtes Pro-Argument, die Dinger sind tatsächlich ziemlich nachhaltig und vom Ressourcenverbrauch und von der Bereitstellung von Energie aus diesem Verhältnis sehr, sehr gut inzwischen geworden. Inzwischen, wohlgemerkt. Ja? Das sah mal damals ohne technischen Fortschritt anders aus, aber mit der aktuellen Technologie, muss man sagen, sieht das eigentlich ganz schön aus. Es gibt nämlich auch jede Menge Studien, die das Ganze auch unabhängig voneinander untersucht haben. Es gibt sogar Metastudien dazu aus verschiedenen Ländern, auch die unabhängig voneinander, so gut das halt irgendwie geht mit unabhängig. Ne? Die Wissenschaft ist nie hundertprozentig unabhängig von den anderen Studien, die es gibt, die muss man sich immer noch mit angucken. Aber in bester wissenschaftlicher Manier, und ich habe sogar zwei davon gelesen, obwohl ich wirklich kein Ingenieur bin, war anstrengend. Aber das sieht alles sehr, sehr, sehr valide aus und gilt einfach als gut untersucht, dass wir eine Amortisierung der nötigen Primärenergie für die Herstellung, Transport, Errichtung und Recycling der Anlagen in unter einem Jahr haben. So, das heißt, diese Dinger brauchen einen Haufen Beton, diese Dinger brauchen einen Haufen Stahl. Das kostet alles Energie, die Herstellung, ja? Dann muss das Zeug noch an den Ort, wo man das Ding hinstellen möchte, gebracht werden. Auch das kostet enorm viel Energie mit dem sehr schweren Gerät, die dann eben diesen ganzen Turm der Windkraftanlage da eben hintransportieren, die den Propeller dahin transportieren. Das muss alles gemacht werden. Der Ressourcenaufwand dafür ist wirklich außerordentlich hoch. So. Außerdem die Rotoren selber bzw. irgendwelche Magnete, die da eine Rolle spielen für die Stromgewinnung. Von der genauen Technik kenne ich mich auch nicht aus. Ne? Das braucht ihr mich nie fragen. Die brauchen zum Teil, zumindest noch, man ist da aber dran, dass man auch Technologien entwirft bzw. mit Rotoren arbeitet, die das nicht brauchen, einen gewissen Anteil von verschiedenen Elementen der seltenen Erden. Ich fasse das mal zusammen, was sie jetzt da genau brauchen, weiß ich gar nicht. Und die sind eben deswegen selten, weil sie selten sind. Und die Raschürfung dieser Dinger und der Wert dieser Dinger ist halt schon enorm hoch. Und deswegen holt man die auch teilweise mit enormem Chemikalieneinsatz und unter miserablen, gar nicht nachhaltigen Bedingungen aus dem Boden. So, und all dieses Zeug muss jetzt zusammenkommen, um eben so ein Windrad dahinzustellen. Von den seltenen Erden mal mehr, mal weniger, je nach Hersteller. Gut, gehen wir mal davon aus, wir haben da so mittlere Menge. Das ist alles gar nicht nachhaltig, aber jetzt steht das Ding. Ja? Jetzt hat es einen enormen Ressourcenverbrauch gekostet, um da zu stehen. Und es wird auch wieder Ressourcen verbrauchen, wenn man es da irgendwann nicht mehr stehen hat und wieder in die Fabrik fährt, um es zu recyceln. Auch das wird Ressourcen verbrauchen. Was jetzt wichtig ist, ist, dass dieses Ding in der Zeit, die es jetzt da steht, erheblich mehr Energie erzeugt, als seine Herstellung, sein Transport und sein Recycling und seine Wartung, übrigens das natürlich auch, und der eigene Energieverbrauch, den das Gerät selber dafür hat, dass es halt eventuell auch mal Strom braucht und so weiter. All das muss viel geringer sein als die Menge an Energie, die die Anlage im Laufe ihrer Lebenszeit produziert. Und jetzt gehen wir von einer durchschnittlichen Laufzeit, beziehungsweise zumindest zertifiziert sind sämtliche Windkraftanlagen, die derzeit gebaut werden, für mindestens 20 Jahre Laufzeit. Also so lange müssen die quasi halten. Davon geht man auch aus, dass das problemlos möglich ist. Bei vielen Anlagen geht man auch von 30 Jahren aus und man überlegt auch, ob man die Zertifizierung nicht gleich auf 25 Jahre hochschraubt oder sie dann danach noch im Rahmen des Repowering, das wird auch viel von Naturschutzverbänden gefördert, einfach viel länger nutzt noch, weil sie noch gut sind und man sie nicht abreißen muss, nur weil 20 Jahre rum sind und das die damals vorgesehene Nutzungsdauer eben entsprechend gewesen ist. Also sprich, einen neuen Magneten reinsetzen und sowas. Also Repowering wieder auf Vordermann bringen, so in diesem Sinne zu übersetzen in diesem Fall. Ja? Gut. Und eben die Laufzeit, die das Rad stehen muss, um die ganzen Herstellungskosten und so weiter und so fort wieder reinzuholen und ab da zu sparen. Ja, in dem Moment, wo die Kosten wieder drin sind, spart man, dadurch, dass man das Ding gebaut hat. Das dauert unter einem Jahr, immer. Egal wo auf der Welt, egal unter welchen Bedingungen, onshore, offshore, also im Wasser oder im Meer, im Wasser oder an Land, das dauert immer unter einem Jahr. Das ist unterschiedlich, mal sind es 8 Monate, mal sind es 2,5 Monate, mal sind es 3 Monate, es sind vielleicht auch mal 6 Monate, was auch immer, aber es ist immer unter einem Jahr. Es ist kein Fall bekannt, wo es länger als ein Jahr dauern würde. So, das heißt, es bleiben noch mindestens 19 Jahre Nutzung, wo eine enorme Energie, nämlich die zur Herstellung von so einem Windrad reicht, jedes Jahr erzeugt wird.
Und das ist auch nur durchschnittlich übrigens. Es gibt durchaus noch Windräder, die an Standorten stehen, die viel mehr Energie erzeugen. Und es gibt Windräder, die an so Grenzstandorten, wo es sich gerade noch so lohnt, stehen, die dann nochmal deutlich weniger erzeugen. Aber selbst die, die an den schlechten Standorten stehen, schaffen es wohl auch innerhalb dieses einen Jahres, ihre entsprechenden Kosten zu amortisieren. Und das klingt sehr, 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 sehr gut. Und das ist sehr, sehr gut untersucht. Und das sind halt Zahlen, an denen man nur schwierig zweifeln kann. Ja, da muss man dann schon jemand sein, der gerne Fakten ignoriert. Ja, das soll ja vorkommen, auch heute in unserer entsprechenden Gesellschaft. Und da haben wir den großen Vorteil von den Windkraftanlagen. Denn diese Leistung, die ist bemerkenswert. Die ist richtig, richtig bemerkenswert. Vorausgesetzt, man stellt sich an einen Ort, wo es auch Wind gibt. Das ist immer die Voraussetzung. Man kann jetzt nicht sagen, boah, ist das krass, das macht ja voll viel Strom, ich stelle mir so ein Ding in den Garten. Ja, wenn dein Garten irgendwo gelegen ist, wo das halt eben nicht gut funktioniert, dann macht das auch nicht viel Sinn. Ja, ist ja gut. Immer diese Tiere. Wir reden hier auch von Erntefaktoren. Erntefaktor ist also quasi der Multiplikator, mit dem man den Ressourceneinsatz für die Anlage multipliziert, um rauszufinden, wie viel bringt sie denn. Wenn hätte jetzt zum Beispiel, grundsätzlich gilt, einen Erntefaktor oder eine Amortisierung der Ressourcen haben nur regenerative Energiequellen. Ja? Nur. Ein Kohlekraftwerk amortisiert seine Kosten nie, weil es erzeugt ja dauernd neue, weil es verbraucht Kohle, ja, und verbraucht weiter Ressourcen. Der Ressourcenverbrauch bei den nicht regenerativen Energiequellen hört ja niemals auf. Die brauchen Ressourcen, um hergestellt zu werden, danach verbrauchen sie erst recht. Also, blöd. Grundsätzlich blöd. Einfach blöd. Fertig aus. Zumindest jetzt, seit man weiß, dass das so ist und seit man Alternativen technischer Art eben entsprechend schaffen kann. Ja, und dieser Erntefaktor, der liegt wohl bei vielen Studien mindestens bei 20. Das bedeutet, also du kriegst das 20-fache von dem, was du reingesteckt hast, am Ende der Laufzeit wieder raus. Aber bis zu 70. 70 ist sensationell. Okay, das ist der Höchstwert. In der Praxis wird es wohl eher bei 30, 40 rumliegen, durchschnittlich irgendwie so da in dem Bereich anzuordnen. Aber es kann auch mal echt 70 sein und das ist irre. Das ist wirklich irre. Und da kriegst du grüne Dollarzeichen. Ach, Dollarzeichen sind immer grün. Aber Öko-Dollarzeichen in den Augen gefühlt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Und da finde ich, die technischen Daten sind wirklich, wirklich beeindruckend. Wir brauchen uns mit den weiteren technischen Daten gar nicht so sehr auseinanderzusetzen. Ich hätte hier noch eine Zahl aufgeschrieben. Wo ist es denn? Der Selbsterhaltungsverbrauch, also der ganze das rote Blinklicht obendrauf zum Beispiel. Das ist ein Teil des Selbsterhaltungsverbrauchs. Das braucht 0,5 der Leistung über einen längeren Zeitraum wohlgemerkt. Also mag sein, dass es manchmal ein bisschen mehr als 0,5 verbraucht, wenn nämlich gerade gar kein Wind geht. Aber langfristig gesehen von der Gesamtleistung, die das Ding im Laufe eines Jahres abschmeißt, braucht es 0,5, um halt überhaupt zu funktionieren. Ja? Also Strom für sich selbst quasi. Und dann hätte ich noch die lustige Zahl, dass wir ein Regelarbeitsvermögen pro Jahr von 6,4 Millionen Kilowattstunden haben. 6,4 Millionen Kilowattstunden. Davon kann man sehr, 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 sehr oft sein Handy aufladen. Sehr, 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 sehr oft. Und das ist pro Anlage. Und ein ganzer Windpark ist also schon in der Lage, auch eine größere Stadt durchaus mit Strom zu versorgen, zumindest wenn es moderne Windräder sind und einigermaßen an einer vernünftigen Stelle eben entsprechend angebracht ist. Wir müssen ja immer noch im Hinterkopf behalten. Energiewende bedeutet nicht, wir behalten unseren Energieverbrauch von jetzt bei und regeln den 100% regenerativ, sondern das kann auch bedeuten, wir reduzieren unseren Energieverbrauch und regeln ihn dann 100% regenerativ. Ja? Diese beiden Optionen gibt es. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wenn wir also generell einfach weniger Energie brauchen als Gesellschaft, weil wir bessere Kühlschränke haben, weil wir meinetwegen mit Wasserstoffautos rumfahren. Ich habe die Wasserstofftechnologie noch nicht ganz abgeschrieben. Ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich das E-Auto sein muss. Aber egal. Oder wenn wir mehr zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren oder was auch immer. Ne? Generell einfach den Energieverbrauch unserer Zivilisation runterkurbeln. Dann brauchen wir auch weniger Windräder. Ja, also auch das wäre eine Möglichkeit. Die Fläche für Windräder zu finden, die man braucht, kann man auch reduzieren. Naja, aber jedenfalls hier 6,4 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und Rad.
Und jetzt habe ich schon eingangs erwähnt, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, der Flächenbedarf von so einem Rad beträgt 2800 Quadratmeter plus 300 Quadratmeter versiegeltes Fundament. Das heißt, wir haben eine relativ große Fläche zugegeben, die klingt erstmal groß, die wir an Wartungsfläche brauchen. Also einen gewissen Bereich um das Windrad drumherum sollte frei bleiben von zum Beispiel Bäumen. Und wir brauchen einen Anfahrtsweg pro Windrad, dass wir mit schwerem Gerät dahin fahren können. Ja, also nicht unbedingt asphaltiert, aber doch deutlich verdichteten Weg, wo schwerstes Gerät drauf fahren kann. Also noch verdichteter als eine normale Rückgasse im Wald. Und da klingt jetzt 0,28 Hektar sind das nämlich. Klingt jetzt erstmal viel, ist aber gemessen an dem Output, den die Dinger haben. Ja, man muss sich streiten. Man muss sich streiten, ob das nicht vielleicht doch zu viel ist. Ja? Aber man könnte dann quasi nicht ganz, aber vielleicht mit ein bisschen Mitnutzung von anderen Wegen, würde man 4 Räder auf 1 Hektar ungefähr draufkriegen. Ja, wir haben jetzt viele, viele Millionen Hektar Wald. Die Dinger also in den Wald reinzustellen, man könnte verdammt viele davon im Wald unterbringen, wenn nicht andere Argumente dagegen sprechen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Aber rein rechnerisch, die Fläche an Wald, ohne den Wald jetzt in seiner Gesamtheit zu gefährden, könnte man den schon mit Windrädern vollstellen. Rein rechnerisch. Ich will das auch nicht. Keine Sorge. Und das will auch keiner. Und die Politik will das auch nicht. Aber es würde gehen. Da hätten wir sofort 100%ige Versorgung mit Strom aus Windrädern, wenn wir das dann machen wollen würden, politisch. Also die Möglichkeit ist da. Das nur einfach zur Information. Und es ist abzusehen, dass die technische Entwicklung nicht aufhört. Das wird also wahrscheinlich weitergehen, dass man nochmal ein bisschen effizientere Windkraftanlagen entwickelt. Vielleicht gibt es sogar nochmal einen riesigen, krassen Durchbruch. Ich stecke da nicht in der Ingenieurskunst so weit drin, dass ich das beurteilen könnte, dass es nochmal effizienter werden. Aber momentan sind sie vom Wirkungsgrad her wirklich so gut, dass man da überhaupt nicht dran rütteln kann. Das klingt einfach alles toll. Zum Flächenverbrauch muss ich noch sagen, wir müssen ja nochmal vergleichen zwischen Fläche, die man insgesamt braucht, um die Dinger hinzustellen, und versiegelter Fläche. Denn es ist einfach ein Riesenproblem bei uns in Deutschland, dass so viel Fläche versiegelt wird. Das ist unter anderem ein Riesenproblem für den Wasserhaushalt, weil wenn es auf Beton regnet, dann fließt es in die Kanalisation, die spült direkt, gegebenenfalls durchs Klärwerk, in den nächsten Fluss und das Ganze ist weg. Grundwasser kann dadurch nicht aufgebaut werden. Grundwasser ist aber entscheidend, übrigens auch, wenn wir den Wald erhalten wollen, weil auch wenn wir 10.000 oder 100.000 Windräder in den Wald stellen, dann ist immer noch der Wald noch da. Ja? Wenn wir hingegen ganz viel Land zubetonieren, dass überhaupt kein Wasser mehr ins Grundwasser gelangen kann, dann vertrocknet der Wald und dann ist gar kein Wald mehr da. Also das ist natürlich total übertrieben jetzt, aber im Endeffekt stimmt es dann doch, weil Flächenversiegelung ist ein Problem, das zerstört alles. Komplett sämtliche Tiere, Pflanzen und sonst wie kannst du vergessen, wenn du das erstmal zubetoniert hast. Kein Kontakt mehr zum Boden, vernichtet alles Pflanzenleben. Alles. Restlos. Das Einzige, was da noch geht, sind Moose und Flechten eventuell. Die brechen dann irgendwann den Boden auf, lassen den Beton wegverwittern oder er wird von irgendwelchen Baumwurzeln aufgebrochen. Würden wir aussterben, wenn nach spätestens 50 Jahren die Stadt wieder grün, aber das erleben wir dann nicht mehr. Ne? Betonieren ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Oder halt super fest stampfen und dann eine tolle Schotterpiste draus machen, ist fast so schlimm wie betonieren. Nicht ganz, da kann noch ein ganz geringes Mini-Mini-Mini-Maß an Wasser kann da eventuell noch durchdringen und wenigstens noch ein gewisses Minimum an Bodenleben stattfinden. Vor allen Dingen, wenn wir ausgestorben sind, ist eine Schotterpiste schneller wieder grün als eine Betonpiste. Aber davon abgesehen, der Flächenbedarf von Windrädern verglichen mit anderen regenerativen Energieformen, einer Talsperre, einem wahnsinnig aufgestauten Fluss, einer riesigen Photovoltaikanlage, ist aber der geringste, den es gibt. Also beim Thema Flächenverbrauch muss man sagen, die momentan beste verfügbare Technologie sind Windräder. Nicht gut, nicht toll, aber was Besseres gibt's nicht. Ganz einfach. Eigentlich. Ne? Eigentlich. Kommen wir zu den Problemen. Ich nenne sie mal kurz, also die wir jetzt ansprechen wollen. Ob das Ding Krach macht, ob die unschön aussehen und so weiter, das interessiert mich alles nicht. Ich bin ja für die Natur zuständig und deswegen kümmern wir uns jetzt nur um so Themen wie Vogelschlag, Fledermausschlag, Insektensterben. Das sind so die wesentlichen, ne? Und in diese Richtung geht's.
Also, Vogelschlag. Ja? Fangen wir mal ganz allgemein an. Die, sagen wir mal, Anti-Windkraftanlage-Lobby, die da enorm sich Sorgen um die Vögel macht, gibt an, dass jährlich 100.000 Vögel von Windkraftanlagen gehäckselt werden könnten. Wenn man die dann noch weiter ausbaut und so weiter. Momentan sind es wohl noch nicht 100.000. Außerdem die Insektenlobby, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich meine, Insekten sind wichtig, gar keine Frage. Ja? Insektensterben ist furchtbar und schlimm. Ja? Gar keine Frage. Aber trotzdem ist einfach mal spaßeshalber als Insektenlobby runtergebrochen. Die Freunde der Insekten geben an, dass es mehrere Tonnen von toten Insekten gibt, die jedes Jahr von eben entsprechend Windkraftanlagen verursacht werden. Genaue Zahlen, belastbare Zahlen gibt es nicht, es gibt nur grobe Schätzungen, aber da wird schon ein bisschen was dran sein. Das können wir nicht wegreden, das ist so. Ja, und auch diese 100.000 toten Vögel, die da im Gespräch sind, auch die gibt es, die können wir auch nicht wegreden. Aber, ja, 100.000 tote Vögel, ich gebe zu, das klingt furchtbar, das klingt wirklich erschreckend. Wenn wir uns jetzt aber angucken, dass jedes Jahr, auch jährlich, das glaubst du nicht, das glaubst du einfach nicht, aber diese Zahlen gibt es tatsächlich. Wo habe ich es denn? 100.000 Vögel sterben jährlich durch Windräder. 18 Millionen Vögel sterben an Fensterscheiben und 10 Millionen durch Straßenverkehr. Und plötzlich sind 100.000 irgendwie nicht mehr viel mehr. Das ist, wenn wir die anderen 28 Millionen davon 100.000 ausrechnen, dann sind wir bei das ist irgendwas im Bereich von 3%, das ist noch weniger. Moment mal, wenn es 10 Millionen wären, dann wären 100.000 1%. Ja, gut. Es sind aber 28 Millionen, also sind wir bei ja, circa einem Drittel Prozent. Ungefähr, ganz, ganz grob gerechnet. Ja. Das ist also ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich. Und das deckt sich übrigens nicht nur mit den Angaben der Vogellobby, beziehungsweise diese 100.000, das ist ja die Vogellobby, die das sagt. Das sind ja so viele. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir uns die Studien, die auch prozentual da irgendwelche Angaben zu machen, sehr gut untersucht ist das in der USA. In den USA, die haben da aus irgendwelchen Gründen viel Geld gehabt, um da viele Studien durchzuführen. Es gibt da auch schon seit 2013 erste Metastudien, also Studien, die andere Studien zusammenfassen, um zu gucken, ob es Gemeinsamkeiten gibt und was denn so der Konsens aus dem Ganzen ist. Metastudien sind immer das Beste, was man sich zu sowas angucken kann. Das ist in der Wissenschaft generell so, egal welches Fachgebiet. So, und wenn wir uns diese Metastudien angucken, dann stellen wir fest, die Bestandesreduktion für die meisten Vögel, die davon überhaupt betroffen sind. Es ist ja längst nicht jeder Vogel betroffen. So ein kleiner Waldvogel, der hier im Wald rumfliegt, der fliegt gar nicht so hoch, dass er da wirklich irgendwie in die Rotoren oder auch nur an den Rand der Rotoren irgendwie rankommt. Der ist nicht betroffen. Eine Spatz ist nicht betroffen, eine Amsel ist nicht betroffen und so weiter. Nur die Vögel, die auch wirklich hoch fliegen, sind betroffen. So, und das sind größtenteils tatsächlich Raubvögel. Die sind meistens sowieso schon in ihrem Bestand gefährdet, aber rein von der Ökologie her muss man sagen, das ist wichtig, Raubvögel sind nicht so wichtig, weil sie oben in der Nahrungspyramide stehen, wie die Kleinen, ja, die gefressen werden von anderen Tieren. Die hängen im Ökosystem, sind die viel mehr vernetzt und wenn wir schon irgendeinen Vogel aus der Pyramide rausnehmen, ja, dann eher die oben. Ganz grob, ja. Also das ist wirklich sehr stark verallgemeinert und natürlich sind die da oben auch wertvoll und wichtig. Überhaupt keine Frage. Aber na, das ist einfach, wollte ich einfach gesagt haben. So, jetzt diese Studien in den USA oder in Spanien beispielsweise. Das ist eine recht bekannte Studie, die man auch häufiger findet, als Quelle irgendwo angegeben. Allerdings zugegebenermaßen bei dem Pro-Windrad-Lobby. Ja, also je nachdem, manche Quellen findest du bei den Windrad-Gegnern, andere Quellen findest du bei den Windrad-Befürwortern. Und bei den Windrad-Befürwortern findest du zum Beispiel diese Studie aus Spanien. Da geht es um den Bartgeier. Der Bartgeier ist in seinem Bestand sehr stark bedroht, der ist selten und man findet häufiger mal tote Bartgeier unter einem Windrad. Jetzt hat man also sich entsprechend großflächig fast ganz Spanien angeguckt, um eben zu gucken, wie viele Bartgeier hat man da unter dem Windrad denn konkret rumliegen und was inwieweit betrifft das den Bestand der umliegenden Bartgeier, wenn man genau weiß, wo sind die Horste der Bartgeier und welcher Bartgeier liegt da wo. Und es sind auch viele besendet und man konnte das recht gut untersuchen. Und Ergebnis letztendlich ist,
von den ganzen toten Bartgeiern, die auch auf natürliche Ursache natürlich sterben oder durch den Mensch oder durch Verkehr oder durch was auch immer, ne? Alle Todesursachen, die dann irgendwie in Erwägung zu ziehen sind, liegt die Todesrate durch Windkraftanlage, die es da sehr wohl gibt eben in der Region, bei 1,5%. So, das ist so. Ja? Die Studie wird viel zitiert. Es mag sein, dass das nicht ganz stimmt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie sich um um das 3- oder 4- oder 5-fache oder irgendwie was dieses Wertes vertan haben. Das ist einfach nicht realistisch, das ist unwahrscheinlich. Ja? So, wenn man sich jetzt in den USA diese Metastudien anguckt, die hatte ich ja auch schon erwähnt, da kommt man dann auch so auf so Werte von etwa 2 bis 3 oder auch nur 0,5%, inwieweit einzelne Vogelarten wirklich im Bestand bedroht sind durch Windräder, gibt es keine einzige verlässliche Studie dazu, dass das wirklich massiv so wäre. Außer, und jetzt kommen wir zu einem prominenten Beispiel, das man sehr, sehr oft hört, gerade wenn man über diese Thematik spricht, nämlich dem Rotmilan. Rotmilan ist so die Charakterart, wenn es darum geht, zu klären, wer fliegt gegen das Windrad. Warum ist denn da der Rotmilan denn so furchtbar gefährdet? Naja, erstens, er fliegt genau in der richtigen Höhe rum. Zweitens, er tut das am Tag. Man kann also gegebenenfalls überlegen, ob man nachts zum Fledermausschutz, zu denen kommen wir gleich noch, die Windräder abschaltet, damit die Fledermäuse nicht bedroht werden oder zumindest nachts bei bestimmten Bedingungen, für die Fledermäuse ideal sind, die Windräder abschaltet. Das hilft alles dem Rotmilan nicht. Weil man kann sie nicht Tag und Nacht abschalten, dann braucht man sie gar nicht erst bauen. Und der Rotmilan ist deswegen jetzt so der Knackpunkt. Man kann ja auch fragen, warum nicht der Mäusebussard, warum nicht der Seeadler, warum nicht der, wer auch immer, an Greifvögeln, die auf der gleichen Höhe rumfliegen und ein vergleichbares Verhalten zumindest an den Tag legen. Naja, der Rotmilan hat seinen Verbreitungsschwerpunkt tatsächlich in Deutschland. Wenn es darum geht, was ist denn ein möglichst deutscher Raubvogel, dann ist der Rotmilan sehr, sehr weit, wenn man es will, dann ist der Rotmilan sehr weit vorne dabei. Und dadurch, dass er seinen Verbreitungsschwerpunkt hier hat, ist es schon wichtig, dass der hier auch eben seinen Verbreitungsschwerpunkt behalten darf. Das ist nämlich ganz entscheidend. Beispiel. Ich wettere hin und wieder gerne gegen den Aufwand, der betrieben wird, um den 3-Zehen-Specht im Nationalpark Nordschwarzwald zu erhalten. Ja? Weil der 3-Zehen-Specht ist der kompletten Taiga Asiens, also den borealen Nadelwald, weit verbreitete Art. Da gibt es den überall. Das ist dem sein zentrales Verbreitungsgebiet. Dass es auch ein paar Brutpaare im Schwarzwald gibt, ist so ein ganz weit außen liegender letzter Zipfel. Das Verbreitungsgebiet sieht also so aus. Ja, so. Plus diesen kleinen Zipfel hier. Wenn dieser kleine Zipfel da weg ist, dann hat er immer noch dieses Verbreitungsgebiet. Ist die Art dann bedroht? Nein, nicht im geringsten. Davon abgesehen, der 3-Zehen-Specht ist ein Bewohner des reinen Fichtenbestandes und wir wissen, und das sagt auch der Nationalpark, dass im Nationalpark eigentlich gar keine Fichte reingehört. Jetzt wird aber die Fichte trotzdem da eben entsprechend züchterisch drin gehalten, damit der olle 3-Zehen-Specht, Entschuldigung, ich mag den 3-Zehen-Specht, der ist cool, aber der hat nicht unbedingt im Schwarzwald was zu suchen, da jetzt noch weiter vorkommen kann. Ha? Und deswegen, weil der halt überhaupt nicht in seinem Bestand bedroht ist, wenn er da ausstirbt, kann ich nicht verstehen, weshalb man ihn hier unbedingt erhalten muss. Da ist der Aufwand, also der Kosten-Nutzen-Faktor, quasi Aufwand zur Erhaltung, meiner Meinung nach für den Nutzen der Erhaltung zu hoch. Ganz anders ist das beim Rotmilan, weil wenn der in seinem zentralsten Verbreitung, also Verbreitungsgebiet ist dieses hier, ja, und hier ist vielleicht Deutschland. Und angenommen, hier wird er komplett von Windrädern geschreddert und ist dann gar nicht mehr da. Dann haben wir ein Riesenloch in seinem Verbreitungsgebiet und er wird auf die Randgebiete seines Verbreitungsgebietes reduziert. Und da hat er viel schlechtere Lebensbedingungen als in seinem zentralen Verbreitungsgebiet. Also das heißt, sobald man den Rotmilan bei uns wegschreddert, ist er automatisch vom Aussterben bedroht, weil wenn das zentrale Verbreitungsgebiet wegfällt, nicht gut, nicht gut. Zumal, was ist denn der Rest von seinem zentralen Verbreitungsgebiet? Bei uns ja nur 60%, ja, die anliegenden Länder, was machen die? Auch Windräder bauen. Also auf gut Deutsch ist er eigentlich auf 100% seines zentralen Verbreitungsgebietes, wenn wir ehrlich sein wollen, durch Windräder schwer gefährdet. Ja? Und es gibt auch beim Rotmilan noch nicht so 100%ig belastbare Zahlen, aber da muss man sich schon wirklich Sorgen drum machen. Und es könnte sein, im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, dass der Rotmilan
der Preis ist, den wir für einen Ausbau der Windkraft in Deutschland bezahlen müssen. So, und jetzt muss sich jeder selber fragen, wollen wir lieber für alle anderen Tiere in der Natur, die wir dann in Ruhe lassen können, eventuell mehr Windkrafträder haben und energieautark sein, oder wollen wir lieber nicht energieautark sein, weiter mit Kohle heizen und dafür mit Sicherheit den Rotmilan retten? Das ist natürlich auch sehr plakativ dargestellt. Ja? Sehr, sehr, sehr plakativ. Und das ist viel zu übertrieben. Aber es ist letztendlich schon so ein bisschen in diese Richtung gehend, dass man in diese Richtung ein bisschen überlegen muss. Ja? Nicht, dass ich das nicht schlimm finde, wenn der Rotmilan da gefährdet wird. Und ich hoffe, dass man noch technische Lösungen finden kann, um insbesondere so einen Rotmilan eben zu retten. Oder den Schwarzstorch. Schwarzstorch, genau das gleiche Problem. Dasselbe in Grün. Ja? In Schwarz dann eher. Exakt dasselbe Phänomen. Der war schon sehr, sehr, sehr bedroht. Der ist jetzt am Wiederkommen. Jetzt hat er Probleme mit Windrädern. Und da der sowieso schon im Bestand jetzt nicht besonders gefestigt ist, könnten die Windräder in seinem zentralen Verbreitungsgebiet, nämlich bei uns im Wald, insbesondere wenn wir jetzt noch Windräder in den Wald stellen, das kommt ja immer noch dazu, ist der sehr, sehr, sehr stark bedroht. Und das wäre auch wieder so ein Faktor. Momentan sieht das so aus, als seien das die Kosten des Windradausbaus. Muss man wissen. Was man auch noch unbedingt wissen muss bei der Vogelgeschichte, ist, dass wir bisher alle Studien, die wir zu Vogelschlag und Windrädern haben, beziehen sich immer auf Windräder, die irgendwo in der freien Landschaft stehen. Wir haben noch überhaupt keine Studien, und das macht die Sache noch mal ein bisschen gefährlich bzw. beängstigend, über Windräder, die im Wald stehen. Und genau das ist ja jetzt das Thema, was in Süddeutschland ansteht, in Bayern und Baden-Württemberg, dass man da eigentlich fast keine Windräder aufstellen kann, ohne sie in den Wald zu stellen, weil alle anderen Flächen schon mit was anderem eben entsprechend bewachsen sind. Und Windräder im Wald wird kommen. Also man wird da wirklich hin und wieder mal dann eben entsprechend ein bisschen Wald roden müssen, um da ein Windrad reinzustellen. Da hinten ist wieder irgendein interessantes Tier unterwegs. Ich glaube doch wieder nur ein Eichhörnchen. Naja, das wird kommen. Und dazu gibt es noch überhaupt keine Angaben. Und deswegen sind die Zahlen, die bisher eigentlich beruhigend wirken, dass es in Anführungszeichen nur 100.000 Vögel pro Jahr sind nicht realistisch, weil Windräder über Wald mit Sicherheit, also so mitten in den Naturräumen, wo ein Vogel nun wirklich nicht damit rechnet, dass oberhalb von den Bäumen noch irgendwas kommt, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, und ich denke, da bin ich nicht alleine, das weiß ich sogar, dass ich da nicht alleine bin, dass die Zahlen da ganz anders aussehen werden. Ja, und da muss man sich schon wirklich Sorgen drum machen. Das ist schon richtig. Aber auch hier wieder die Frage, gibt es eine Alternative? Ja? Die besteht vor allen Dingen darin, dass ich jetzt mal den Akku wechsle, weil der blinkt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Vogel haben wir, glaube ich, soweit. Nein, haben wir nicht. Es gibt technische Versuche, also Lösungen für technische Versuche, für technische Lösungen, so rum. Man überlegt, ob man nicht eventuell ein Vogelfrühwarnsystem entwickeln kann, das merkt, oh, da kommt Vogel, insbesondere wenn es sich um einen etwas größeren Vogel handelt, das wird wahrscheinlich nicht beim Spatz funktionieren, aber der fliegt eh nicht so hoch, sondern beim Raubvogel halt eben, die relativ groß sind, dass man da irgendeine Radarlösung zum Beispiel oder wie auch immer oder mit Kameras oder was, ich weiß es nicht, wie sie das genau technisch realisieren wollen, dass man sowas versucht, um dann eben bei Nähern des Vogels automatisch eine Abschaltung zu initialisieren, ja? Dass also das Windrad langsam runterfährt. Das Problem ist, es fährt langsam runter. Es geht nicht, dreh, 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 stopp, Vogel durch, weiter, dreh, 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 dreh. Das funktioniert einfach technisch nicht, oder zumindest noch nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwann mal möglich ist, weil Massenträgheit, ne? Ist halt Physik. So, und deswegen schwierig noch. Die Vogelwarnsysteme lösen in gefühlten 70% der Fälle, also zumindest die Zahlen, die ich gefunden habe, vergeblich aus. Also wenn irgendein Insekt oder irgendwas anderes oder eine rumfliegende Plastiktüte oder was weiß ich, was diesen Sensor auslöst, dann setzt das Rad auch ab. Und obwohl und in 70% der Fälle ist gar kein Vogel da gewesen. Und in den 30% Fällen, wo ein Vogel da gewesen ist, wäre das Herunterlaufen der Rotoren, also der Stillstand der Rotoren, viel zu spät gekommen, um dem Vogel was zu helfen. Das heißt, noch, was Vögel angeht, wenig technische Möglichkeiten.
Außerdem sind Vögel ja nicht spezifisch in der Uhrzeit ihres Vorbeikommens. Bei Fledermaus, weißt du, um jetzt mal den Bogen zur Fledermaus zu drehen, da sind technische Lösungen nämlich eher möglich. Bei Fledermaus, weißt du, die jagen in bestimmten Zyklen. Es gibt bestimmte Situationen, da sind sie alle unterwegs, um gemeinsam zu jagen. Das hat auch was mit dem Paarungsverhalten zu tun. Und zu diesen Zyklen könnte man zum Beispiel mal für, sagen wir mal, eine Woche oder was, nachts einfach die Windräder komplett abschalten. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn man Möglichkeiten hat zur alternativen Energiebereitstellung. Aber da ein Windrad ja selten einen Speicher auflädt, sondern mehr die Energie zum direkten Verbrauch produziert, wäre es auch nicht so schlimm, sie nachts mal abzuschalten, weil der deutsche Energieverbrauch in der Nacht halt doch erheblich niedriger liegt als im Tag, logischerweise, weil nachts schläft man, also zumindest wenn man ein vernünftiger, verantwortungsvoller, normaler Mensch ist. Nein, Quatsch. Deswegen, das könnte man drüber nachdenken. Außerdem, Fledermäuse fliegen in gewissen Nächten nämlich nicht. Insbesondere dann nicht, wenn ordentlich Wind geht. Und gerade wenn ordentlich Wind geht, wäre natürlich die Windkraft interessant, sie laufen zu lassen. Und das kann man bedenkenlos tun, zumindest aus Fledermausschutzsicht, weil dann sind sowieso kaum welche unterwegs. Und jetzt hat man Algorithmen entwickelt, die eben quasi der Technik der Windräder sagen sollen, wann darfst du drehen, wann darfst du nicht drehen. Und es geht ja, wie gesagt, immer nur um die Nacht. Und das scheint wohl ganz gut zu passen und man ist zumindest zuversichtlich, dass man damit den Schwund an Fledermäusen von auch wieder 100.000 oder 200.000 im Jahr, ich glaube, das waren die groben Schätzungen, es gibt nur Schätzungen, ja, mehr gibt es nicht, auf ja, 2 bis 3 bis 4 Exemplare pro Windrad und Jahr runterbringt. Das sind dann immer noch einige, ja, aber es sind doch erheblich weniger. Außerdem, die Fledermäuse sind relativ gut in der Lage, dem Flügel selbst auszuweichen. Was Fledermäuse tötet, sind die Luftverwirbelungen am Ende des Flügels, also unten dran, ne? Beziehungsweise oben dran, wenn sie ganz, ganz hoch fliegen, das können sie teilweise auch. Und diese Luftverwirbelungen sorgen für einen Lungentrauma, dass eben diese krasse Luftdruckunterschied zur Umgebungsluft, den die Lunge kollabieren lässt. Und dann kriegen sie keine Lust mehr und dann sterben sie halt einfach daran. Nicht schön, nicht schön. Und das ist dahingehend aber wieder gut, dass eine Fledermaus bei einem Runterfahren der Rotoren, also sprich bei einem Verlangsamen der Rotoren, bei einer Notabschaltung, vergleichsweise schnell außerhalb der Gefahr ist, weil sie sieht den Rotor kommen und kann dem ausweichen. Sobald der Rotor langsamer läuft, sind diese Luftverwirbelungen dann sehr schnell, vergleichsweise bei noch hohen Laufzeiten des Rotors, bereits nicht mehr so stark vorhanden, dass die Fledermaus das dann wieder überlebt. Also da besteht schon ein deutlicher Unterschied zwischen volllaufendem Rotor und nur bei halber Kraft laufendem Rotor. Oder so. Ne? Dann könnte man nämlich auch überlegen, aber das sind nur so Spekulationen, ich sage ja nur, was da so rumspekuliert wird. Man könnte nämlich auch überlegen, ob man einfach generell in Nächten, wo mit Fledermäusen zu rechnen ist, den Rotor halt nur mit halber Kraft laufen lässt oder irgendwie generell drosselt. Dann gibt es immer noch ein bisschen Strom für den wenigen Verbrauch im Laufe der Nacht, würde es vielleicht sogar reichen. Und ganz mal abgesehen davon könnte man auch einfach drüber nachdenken, ob wir nicht mal eventuell eine Gesellschaft haben könnten, die einfach nur das an Strom nutzt, was gerade verfügbar ist. Dass wir also einfach sagen als Gesellschaft, okay, nachts wird weniger Strom produziert, auch wenn wir mehr auf Photovoltaik setzen, ist das ein Thema. Dann müssen wir halt gucken, dass wir mit dem bisschen Strom, was wir nachts zur Verfügung haben, halt einfach haushalten. Dass du dann halt nachts nicht noch, was weiß ich, was machen kannst, bügeln, waschen, staubsaugen, sondern das geht nachts einfach nicht, weil kein Strom mehr da ist. Ja? Dass man einfach lernt, Strom ist nicht rund um die Uhr unbegrenzt verfügbar, sondern irgendwann musst du halt einfach mal sparen. Musst du sparen. Nicht sparen ist freiwillig und du bist automatisch gleich ein schlimmer Gutmensch und kannst dich in deiner Nachbarschaft nicht mehr sehen lassen, weil du ja ein Gutmensch bist, sondern Strom sparen ist obligatorisch. Da könnte man auch mal drüber nachdenken. Ne? Ja, also jedenfalls zu den Fledermäusen, technische Möglichkeiten sind möglich. generell zu den Fledermäusen, das hatte ich ja auch schon gesagt, ist das Problem noch nicht klassifizierbar, weil es noch nicht so viele
Windräder im Wald gibt. Und die Fledermäuse bei uns wohnen größtenteils im Wald. Zumindest im Sommerhalbjahr haben sie da ihre Schlafbäume. In der Höhle gehen sie ja nur nachts oder auf den Dachstuhl oder wo sie sich halt zurückziehen können. Es gibt dann einen großen Unterschied zwischen Winterschlafplätzen und Tageinständen. Und da reicht meistens der Wald. Und da sie auch in und über dem Wald primär unterwegs sind und von den einheimischen Fledermausarten mindestens 13 oder 14, glaube ich, von eben diesen Rotoren durch ihre Lebensweise, weil sie hoch genug fliegen, betroffen sind und man diese dann auch immer relativ häufig leider eben tot neben den Rotoren antrifft, ist Fledermaus echt ein Thema. Fledermaus ist auch durchaus was, was für das generelle Ökosystem Deutschlands eine große Rolle spielt. Die sind recht weit unten in der Nahrungspyramide einzuordnen, ne? Nicht hier oben wie der Raubvogel und damit wirklich wichtig. Auch für viele Insekten wichtig, obwohl sie Insektenprädatoren sind. Es gibt teilweise sehr, sehr interessante Lösungen, die im Raum stehen, wie man denn eventuell die Attraktivität für Fledermäuse, dass die nicht so gerne am Windrad rumfliegen möchten, reduzieren könnte. Und zum Beispiel Ultraschallsender, die einfach in Ultraschall so einen Lärm produzieren, dass die Fledermaus da gar nicht hin möchte. Ja, da wird auch gerade noch dran untersucht, ob das eventuell was bringen könnte. Oder die Fledermaus folgt ja in den meisten Fällen den Insekten. Insekten werden, das vermutet man zumindest, das ist auch noch nicht so hundertprozentig, ne? Gerne von dieser grau-weißen Farbe von den Windrädern angezogen. Das finden die irgendwie interessant. Die fliegen dann dahin, um sich das anzugucken, gefühlt. Oder denken halt, das kann man essen oder was weiß ich, da gibt es Pollen. Irgendwie so. Ja, und damit kommt natürlich auch die Fledermaus und so weiter hinterher. Davon abgesehen, dass die Insekten selber dann getötet werden. Wovon werden übrigens die Insekten getötet? Ähnlich wie die Fledermaus, von diesen entsprechenden Luftverwirbelungen. Ob ein Insekt jetzt in der vergleichsweise geringen Geschwindigkeit von so einem Flügel, bei der minimalen Masse von so einem Insekt ein bisschen durch die Landschaft gedrückt wird. Das ist kratzt die nicht die Bohne. Ja? Die werden ja nicht von den Flügeln zerteilt oder zermatscht. Das ist völlig egal. Diese Luftverwirbelung, die töten die Insekten. Das ist so der springende Punkt. Also könnte man auch da wieder, um das ein bisschen zu reduzieren, an Tagen mit hohen Insektenaufkommen, das kann man ja messen, da kann man mit Kameras arbeiten, die dann irgendwie pro Kubikmeter Luft so und so viele Fluginsekten registrieren, an solchen Tagen dann einfach wieder den Rotor halt etwas langsamer laufen lassen, um diese Luftverwirbelung auf ein Minimum zu reduzieren. Das wäre auch wieder eine mögliche technische Lösung. Was wir noch gar nicht angesprochen haben für die ganzen toten Tiere. Was man auch machen kann, ist selbstverständlich einfach zu sagen, wir stellen halt keine Windräder in den Wald. So, das ist ja auch was die vielen Naturschutzverbände und so weiter und so fort gerne haben möchten. Ich packe euch in die Videobeschreibung mal ein paar Quellen zu so interessanten Positionspapieren von Greenpeace und NABU, glaube ich. Und weitere interessante Texte, wer sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen möchte, kann die ja gerne mal lesen. Ist auch noch eine Kolumne von Spektrum dabei. Egal, jedenfalls. Muss man denn jetzt nun Windräder in den Wald stellen? Selbst Greenpeace, und die sind ja meistens die radikalste der Naturschutzverbände, hat begriffen, dass wenn man die Energiewende haben möchte, wird man wohl nicht drum herum kommen, um auch vor allen Dingen in Süddeutschland Windräder auch mal in den Wald zu stellen. Das bedeutet, selbst diejenigen, die sich Naturschutz als alleroberste Priorität auf die Fahnen geschrieben haben und keine Partei sind und die man nicht wählen kann und so weiter, selbst die sehen das ein, dass das wohl nicht anders gehen wird. Ja, da kann man jetzt persönlich anderer Meinung sein, aber selbst Greenpeace sieht das ein. Greenpeace empfiehlt dann, dass man die Windräder, und das ist ein bisschen schwierig, ne, vorsichtig ausgedrückt, dann doch bitte primär in irgendwelche Wirtschaftsforsten reinsetzen soll, die ja ohnehin wirtschaftlich nur genutzt werden, wo die Biodiversität eh nicht so hoch ist, wo es dann eigentlich nicht viel passieren kann und wo es eigentlich fast nicht schade drum ist. Das ist dahingehend schwierig, weil Greenpeace ja gleichzeitig fordert, dass es solche Wirtschaftsforsten gar nicht mehr geben darf. Also heißt, der Waldumbau soll vermeiden, dass es irgendwelche Wirtschaftsforsten mit Monokulturen geringer Biodiversität noch gibt. Aber die Windräder sollen bitte in genau diese Wälder, die es nicht mehr geben soll, reingestellt werden. Irgendwie interessant. Ne? Ja gut, aber der ein oder andere wird schon gemerkt haben, dass ich nicht der allergrößte Fan von Greenpeace bin. Und das bestätigt sich hier auch mal wieder. Eine relativ schöne Liste mit Verbesserungsvorschlägen, wie man denn das Ganze gut hinkriegen könnte, gibt es vom NABU. Die haben da so ein Positionspapier mit drei meiner Meinung nach interessanten Ideen. Nämlich Punkt 1.
den Fokus nicht auf Neubau, sondern vor allen Dingen, also Neubau geht nicht anders, ja, aber den Fokus legen eher auf Repowering alter Anlagen. Dass man insbesondere die an der Küste und die Offshore-Anlagen, weil die sind vergleichsweise viel besser ökoverträglich als die Anlagen im Wald. Davon gehen wir zumindest mal schwer aus. Die im Wasser sind auch nicht hundertprozentig super toll. Da gibt es dann auch so Vibrationen, die irgendwie die Wale durcheinander bringen können und so weiter und so weiter. Da kenne ich mich nicht aus. Das müssen wir jetzt auch nicht thematisieren, sonst wird das Video unendlich. Aber grundsätzlich vom Gesamtaufwand bzw. Gesamteinfluss auf Ökosystem sind Offshore-Anlagen besser als Onshore-Anlagen. Ja? Und im Küstenbereich, da stehen sie sowieso besonders gut, weil die Vögel, die da unterwegs sind, fliegen auch selten super, super, super hoch, weil da gibt es im Regelfall auch gar nicht großartig Wälder. Das heißt, die haben von Natur aus keine Notwendigkeit, besonders weit oben rum zu fliegen, weshalb der Vogelschlag bei den Küstenanlagen grundsätzlich relativ gering ist. Relativ, ne? Nicht vorhanden, aber relativ gering. So, und wenn wir uns auf die mehr fokussieren würden, und die mehr mit Repowering zu mehr Leistung bringen, reduziert sich logischerweise, und da haben die schon recht vom NABU, logischerweise einfach die Gesamtfläche an Windrädern, die wir an kritischeren Standorten bauen müssen. Logisch. Außerdem, in den Bereichen, wo es bereits viele Windräder gibt, wo in, zum Beispiel in Ostdeutschland sind sehr viele Windräder gebaut worden, also geografisches Ostdeutschland, ne? Da hat man jetzt derzeit Dichten von 50% Windrad an der Gesamtenergieversorgung an manchen Orten. So, und da meint der NABU, das finde ich auch gar nicht so verkehrt, dass man dann da nicht unbedingt auf Teufel komm raus versuchen muss, noch mehr Windräder hinzustellen, um 100% Energieversorgung aus Windkraft zu erreichen, sondern dann vielleicht in diesen Regionen lieber in die Infrastruktur, Energieinfrastruktur investiert, sprich die Leitungen, dass der Strom besser und weiter transportiert werden kann mit geringeren Verlusten. Wann immer du Strom durch irgendein Kabel durchlagst, verlierst du dabei ja Strom. Und je kürzer die Strecke ist, beziehungsweise je besser die Kabel, desto geringer der Verlust und desto eher kannst du Strom von irgendwo, wo du viel erzeugen kannst, wohin transportieren, wo du kaum welchen erzeugen kannst. So müssen ja die Städte auch versorgt werden, weil du ja in die Stadt nicht ganz viele Windräder stellen kannst. Warum eigentlich nicht? Statt Parkplätzen Windräder vielleicht. Oder auf die Dächer. Ich habe keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich technisch auch schwierig, weil die ja ein massives Fundament brauchen. Das wird man wohl kaum auf irgendein Hochhaus darstellen können. Andererseits braucht man dann weniger Stiel, weil das ist ja eh schon hoch. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. ja, das war dann der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, im Süden, primär erstmal jetzt im Süden, Zeit und Geld in den Aufbau von neuen Anlagen investieren und vor allen Dingen Zeit und Geld in die Suche von vernünftigen Orten für Windkraftanlagen im Süden investieren. Weil da gibt es noch so wenig hier bei uns, dass die Chance, dass man noch Standorte findet, an denen Windräder Sinn machen und die Belastung fürs Ökosystem möglichst gering ist, dass man da noch sowas findet. Weil wenn das 30. Windrad in einen Bereich von 10.000 Hektar reinstellen willst, dann wird schwierig, noch einen 30. guten Platz zu finden. Wenn du hingegen in ein Gebiet von 10.000 Hektar, wo noch gar kein Windrad stehst, 10 reinstellen willst, dann hast du noch die volle Auswahl von möglichen 10 relativ guten Plätzen. Ja? Und das ist halt einfacher. Und deswegen vielleicht den Fokus wirklich mehr auf den Ausbau dahin setzen, wo noch gar nichts ist. Da haben sie recht. Ja? Also, das sind die drei guten Ideen, wie man den Windkraftausbau vorantreiben kann, die der NABU hat. Also die drei guten Vorschläge. Oh, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Insektensterben. Das ist übrigens sehr, sehr, sehr umstritten. Was man weiß, es sind die Tonnen an Insekten, die Toten, die man eben im Bereich Windanlagen findet. Das ist so. Interessant ist aber, dass es sich noch niemand die Mühe gemacht hat, zu gucken, welche toten Arten das eigentlich sind. Ja, was ist denn da tot? Und B, muss man wissen, bei Insekten, dass die in großen Mengen sterben, ist erstmal vollkommen unerheblich. Sieht man sich zum Beispiel den Borkenkäfer an. Viele, viele Tonnen toter Borkenkäfer spielen überhaupt keine Rolle, weil es gibt da genug von. Ja? Und viele andere Insektenarten treten auch in solchen Massenvermehrungen auf, dass auch Tonnen von Toten von denen immer noch die Reproduktionsfähigkeit der Population als solche in keinster Weise irgendwie gefährden. Auf gut Deutsch, es ist einfach egal, wenn es die entsprechenden Arten sind.
Wäre es jetzt allerdings so, dass unter diesen vielen, vielen toten Insekten, die von Windkraftanlagen gekillt werden, auch ganz viele seltene Arten dabei sind, dann sind die automatisch sehr stark bis hin zu völligem Aussterben eben entsprechend verdammt. Wäre es so. Aber entsprechende Leute, die sich genau mit diesem Forschungsfeld beschäftigen, also Experten zu diesem Thema, sind da sehr, sehr finden diese Studie, die überhaupt diese ganzen vielen toten Insekten nachweist, finden die sehr zweifelhaft, weil man gar nicht untersucht hat, ob es sich dabei um seltene Arten handelt. Ein Rückschluss von Insektensterben und Windkraft zu ziehen, wäre also noch zu voreilig. Ja? Also Insektensterben bedeutet ja, Insekten sterben auch aus. Die Masse nimmt ab, das ist der eine Faktor, aber die Arten sterben auch aus bzw. erreichen einen nicht mehr nennenswert reproduktionsfähigen Zustand der Population. Also es sind so wenige, dass sie keine große Ausbreitungsrate logischerweise mehr haben. Ja, und die meisten, die allermeisten, irgendwie 80% der rote Listenarten, die ja wirklich vom Aussterben bedroht sind, bei denen der Schutz wichtig wäre, die fliegen niemals auf der Höhe rum. Das sind alles so Waldbodeninsekten und so kleine Feldinsekten und so weiter, die von der Landnutzungsänderung, sprich den Unterschieden der Landwirtschaft, die auch von der Forstwirtschaft teilweise ein bisschen bedroht sind, aber vor allen Dingen eben die Pestizide in der Landwirtschaft, die Dünger in der Landwirtschaft, also den Hauptverursacher von Insektensterben wird nach wie vor die Landwirtschaft sein. Ich will die Landwirtschaft nicht schlecht machen, wir brauchen sie, das ist gar kein Thema. Aber unter Verkehr spielt auch noch eine große Rolle, generelle Luftverschmutzung, generelle Flächenversiedlung, einfach genereller Fehlen von Biotopen, das sind nach wie vor die Hauptverursacher. Wenn man jetzt noch zusätzlich auch noch ein paar Insekten, das ist wie bei einem Vogelsterben, ja, 100.000 Vögel, klatschen gegen das Windrad, 10 Millionen klatschen gegen irgendeine Fensterscheibe. In diesen Größenordnungen scheint sich auch der Einfluss auf das Insektensterben bisher zu bewegen. Aber man hat dazu noch ganz wenig Studien und da ganz wenig untersucht. Es kann also sein, das ist wirklich nur eine ganz grobe Vorannahme, was ich hier sagen kann, beziehungsweise was ich weitergeben kann von denjenigen, die sich damit beschäftigen. Es kann schon sein, dass der Einfluss auf Insektensterben von den Windrädern größer ist, als wir bisher vermutet haben. Aber wer sagt, das ist mit Sicherheit so, der kann das nicht sagen, weil das weiß keiner. Wer sagt, das ist mit Sicherheit nicht so, der kann sich da sicherlich auch nicht sicher sein, weil es schon Sinn machen würde, dass es eine Rolle spielt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Dinger nur vergleichsweise wenig Vögel aus der Luft holen, aber Insekten in riesigen Mengen herausfiltern. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn da so furchtbar viele Insekten um diese Windräder drum rumfliegen würden, dann müssten da auch viel mehr Vögel anzutreffen sein. Das muss in einer gewissen Relation zueinander stehen. Und das scheint es momentan noch nicht zu tun. Und ja, das bleibt also abzuwarten. Gut, ich gucke nochmal in meine Notizen. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Die Flächenversiegelung, insbesondere im Wald. Das sind halt die üblichen Probleme, die wir bei Flächenversiegelungen immer haben. Technisch möglich sind wohl sehr hohe und einzelne große Anlagen, die auch über Wald stehen können, insbesondere wenn man den Wald gar nicht erst so hoch werden lässt. Das bedeutet, wir bauen weniger kleine Windräder, die jeweils eine mehr oder weniger eine Lichtung brauchen, weil sie mit ihren Rotoren so weit runterkommen, dass sie an die Baumwipfel sonst ranragen würden, sondern wir bauen gleich insgesamt weniger Windräder, dafür aber richtig fette, die so hohe Rotoren haben, dass darunter sogar noch hochwachsende Bäume stehen können. Ja, da würde momentan recht wenig dagegen sprechen, abgesehen von den Vögeln und den Insekten und so weiter, das haben wir ja jetzt alles angesprochen, den Fledermäusen vor allen Dingen, dann hätte man nämlich durchaus pro Windrad nur einen minimalen Verlust an nutzbarem Holzboden, also Fläche, wo Bäume wachsen können, und das wäre ein guter Kompromiss. Das wäre also wirklich aus meiner Sicht der beste Kompromiss. Viele Windräder bauen bedeutet, jedes Windrad braucht auch eine eigene Schneise, wo du hinfahren kannst, eine eigene Fläche, wo du Wartungsarbeiten durchführen kannst. Und vor allen Dingen die verbrauchen ja Holzboden. Das bisschen Fundament vom Windrad, die 200 Quadratmeter, also ganz ehrlich geschenkt. Das ist so wenig, das sind 0,02 Hektar. Das kann man wirklich, 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 wirklich verkraften. Das ist nicht das Problem. Die Wirtschaftswege, die sind ein Problem. Ja, und wenn man jetzt die Windräder in richtigen Kolonnen, also wirklich als Windpark aufbaut, in einem vielleicht wirklich ökologisch nicht so wertvollen Wald, wenn das möglich ist,
dann könnte man die ja halt auch so positionieren, zueinander, die Windräder, dass die Logistikfläche, also sprich die Straßen zu den einzelnen Windrädern, mehrfach benutzt werden können. Das heißt, du fährst über 5 Zugangsstraßen die ersten 5 Windräder, um zum 6. zu kommen, das dann nur noch ein Minimum an zusätzlicher Zufahrtsstraße braucht. Wenn du hingegen über den kompletten Wald verteilt 6 Windräder aufstellst, dann hat jedes die volle Zufahrtsstraße. Ja, also Gesamtfläche kann man dadurch sparen, dass man sie halt mengenmäßig dicht beieinander eben entsprechend parkt. Auch die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird von vielen Leuten als weniger schlimm erfunden, wenn du einen Klumpen Windräder hast, wo du halt weggucken kannst, um irgendwo hinzugucken, wo gar keine stehen. Wenn du hingegen auf jedem Berg eins hast, dann hast du immer eins in der Blickrichtung. Und das könnte auch nochmal eine Rolle spielen. Ne? Ja, gut. Hier stehen jetzt nur noch die Quellen meiner Liste, die packe ich euch hinten dran. Sind 4 Stück, weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ne, müsst ihr euch selber angucken. Ansonsten bin ich jetzt durch. Ihr seht, es wird auch deutlich dunkler im Walde. Das liegt daran, ja, dass es tatsächlich auch schon etwas später geworden ist. Das macht ja aber nichts. Ja, wie seht ihr das? Gerne sehr viel kommentieren. Ich war in den letzten Tagen ein bisschen faul, letzten Wochen eigentlich, was das Kommentieren meiner Kommentare angegangen ist. Ich hoffe, dass ich es schaffe, hier bei diesem Video jetzt mal wieder ein bisschen mehr auch auf eure Kommentare einzugehen und zumindest Herzchen zu verteilen. Ich habe es in letzter Zeit auch kaum Herzchen verteilt. Klingt immer so blöde, aber ja, gut, das ist halt das System. Man verteilt halt nur mal Herzchen als Kanalinhaber. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich bin insbesondere sehr glücklich über alle Meinungen, die nicht "Nein, Windräder sind scheiße! Weg damit!" oder "Wir brauchen viel mehr Windräder! Rotmilade, scheiße!" wenn sie irgendwo da dazwischen anzuordnen ist, eure Meinung, dann freue ich mich sehr, wenn ihr sie mir mitteilen wollt. Die Extremmeinungen, die dürft ihr gerne behalten. Ganz ehrlich, ist so. Macht's gut.